Oi. Freunde, herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Heute mal wieder mit der Kamera in der Hand. Ich nehme dich mal wieder ein bisschen mit und zeige dir, was mich die nächsten Tage so erwartet. Und wir starten heute Morgen mit Sport. Wir haben 6.30 Uhr und ich habe mir zweimal in der Woche angewöhnt, morgens zum Sport zu gehen, weil abends gehe ich eh nicht. Warum? Ich sitze vorm Rechner, schneide zum Beispiel so ein Video und denke mir, ach komm, gehst halt morgen zum Sport. Und nächsten Tag denke ich dann, ach komm, gehst morgen zum Sport. Daher startet der Tag 6.30 Uhr mit einer Dreiviertelstunde Sport, bevor es dann aufgeht nach Kiel, denn heute bestelle ich mein neues Auto. So, die ersten 234 Kalorien sind verbrannt. Und somit kann ich in den Tag starten. Wir haben es jetzt 7:15 bzw. schon 7:30. Ich mache noch ein, zwei Besorgungen und dann kommt mein Angestellter, denn ich habe einen neuen Angestellten. Mal sehen, ob er mit vor die Kamera will, aber ich denke mal schon. Aber nicht als Maler, sondern als Videograf. Er unterstützt mich beim Social Media, Videos zu produzieren bzw. Videos zu drehen, weil das doch immer sehr, 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 sehr viel Arbeit ist und ich möchte halt den Fokus von der Baustelle nicht verlieren. Und daher habe ich mir da jetzt eine Unterstützung geholt, dass er sich um den ganzen Kram kümmern kann, wenn ich fleißig auf der Baustelle weiter wühle. So, wieder zurück aus Kiel. Perfekt Video gedreht, weil ich habe in Kiel einfach nichts aufgenommen. Aber vielleicht können wir aus dem Video, was der gute Marc aufgenommen hat, einfach ein bisschen mit reinschneiden. Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. Eigentlich bin ich ja wegen Traffic hier, aber so nebenbei, wenn du die Zeit hast. Das sag ich auch nicht nein, wenn du mir schon so anbietest. Wenn du die Zeit hast, würde ich sagen, setz dich mal rein und dreh eine Runde. Komm, ja, die Zeit nehme ich mir auf jeden Fall. Auf geht's. Ich meine, kann auch Eis essen fahren bei dem Wetter heute. Das stimmt. Endlich hier kann ich dir das Solar Bay noch mal zeigen. Wenn ich jetzt hier wie ein Schiebedach das aufmache, wird das hier oben vorne transparent. Wir können den Himmel sehen. Wenn ich noch weiter das aufmache, geht das bis nach hinten durch. Haben wir ein komplett transparentes Dach. Oh, krass. Jetzt merkst du, wie der geht? Ja. Wie ist das so mit alleine fahren? Also dieses Lenker loslassen? Ist ja in Deutschland nicht erlaubt, das Lenkrad komplett loszulassen. Rein theoretisch würde das Auto sowas können. Also er fährt ja hinterher, er hält ja die Spur, er bremst automatisch, er fährt automatisch an. Ja. Aber du bist der Fahrzeugführer, du fährst das Auto. Fantastisches Auto. Ist wirklich gut. Ja. Lässt sich schön fahren, ne? Jetzt kommen wir wieder zur Arbeit und besprechen mal den Traffic. Jetzt kommen wir wieder zur Arbeit. Hast mich aus dem Alltag rausgerissen, was Schönes erleben dürfen. Genau. Und jetzt machen wir das, was sinnvoll ist. Und noch Geld ausgeben. Genau, und geben noch mal ein bisschen Geld aus. Lass uns reingehen. Wir haben den ganzen Tag in Kiel verbracht, haben da halt das Video gedreht wegen dem neuen Traffic. Jetzt haben wir 15.07 Uhr, ich drehe noch schnell ein Reel ab und dann ist für heute Feierabend. Material ist heute gekommen, ich habe vorhin einen Anruf bekommen. Also geht es morgen auf die Baustelle, Wetter sieht auch gut aus, soll trocken bleiben. Daher morgen grundieren. Ja, morgen schaffe ich glaube ich nicht mehr. Grundieren und vielleicht die erste Wand armieren. Seid gespannt, wir sehen uns morgen. Was für uns noch einige Stunden ist und für euch eine Sekunde genau. Oi. Es ist soweit. 7.05 Uhr. Was ein geiles Wetter, Alter. Strahlend blauer Himmel, wie man erkennen kann. Da heißt es, ein paar Sachen einpacken und dann geht's auf zur Fassade. Als erstes brauche ich ein bisschen Abdeckvlies und ein bisschen was zum Rollen und Spachteln. Wir haben ja auch gleichzeitig abgesaugt beim Fräsen, daher ist es nicht mehr ganz so staubig, ne? Ja. Und wegen den Betonwänden, ich werde mir nochmal eine Erfahrung bringen, weil mich das tatsächlich selber auch interessiert, wegen dem CO2-Bild, ne? Ja. Ob da wirklich was passieren kann oder nicht. Also ich glaube es hier weniger. Ich weiß nicht, ich sag dir ehrlich, ich sehe das erste Mal so eine Betonwände. So ein Haus in der Ja? Art. Ja.
Oh, gibt es viele so eine Fertighäuser. Das siehst du nur deswegen nicht, weil die kommen fertig an. Da ist ja immer schon Putz oben drauf und Oberputz. Ja. Dadurch kannst du das so nicht sehen. Aber ich bin der Einzige, der den Kram wieder runterholt, um neu aufzubauen. So, Freunde, ich bin jetzt hier an der Fassade. So euphorisch, wie ich heute Morgen war wegen dem Wetter, hat sich doch gewandelt. Es ist noch trocken, aber der Sonnenschein bleibt aus. Aber dennoch können wir anfangen, hier durchzugrundieren. Ich bin schon an der zweiten Wand dran. Ein bisschen Fenster abgeklebt und so, aber ja, die Sonne lässt noch auf sich warten. Ich nehme hier den Putzgrund von 1A, aber ich gehe jetzt auch nicht so aufs Detail hier in dem Video ein, denn ich mache noch ein separates Video, da geht es dann wirklich nur um den Aufbau, wie ich hier vorgegangen bin. So, was ich auch noch mal loswerden möchte, ne? Also nicht wundern, ich mal hier nebenbei so ein bisschen weiter. Angestellte, ne? Also ich bin auch auf der Suche jetzt wieder nach Angestellten. Wenn du Maler und Lackierer bist, hier aus der Gegend kommst und Bock hast auf einen geilen Job, dann kannst du dich gerne melden. Ich blende mal die E-Mail-Adresse ein, da kannst du eine Bewerbung hinschreiben. Und dann werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden. Und dann arbeiten wir vielleicht schon demnächst zusammen hier an der Fassade. Das wäre doch geil, oder was? So, der nächste Tag. Und Wetter zieht sich zu. Um 9 Uhr ist Regen angesagt. Jetzt haben wir schon 9:45 Uhr. Es regnet noch nicht, aber sieht danach aus, als wenn es gleich anfängt. Gestern hatte ich ja komplett Eckschutz eingesetzt. Zumindest war das der Plan. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe heute die letzten 7. Die letzten 7 Eckschutz eingesetzt. Hier, das waren die Ecke. Selbe Ecke da hinten auch nochmal. Und um die Haustür rum. Und dann kann es nächste Woche losgehen. Nächste Woche soll Bombenwetter werden. Also sprich, perfekte Voraussetzung, um die Bude hier durchzuarmieren. Der Plan ist, es Dienstag fertig zu armieren. Es wird wahrscheinlich nichts. Also ich denke mal Mittwoch, dass es dann so schnell wie möglich eine Woche durchtrocknen kann, damit ich dann anfangen kann zu streichen. Weil dann habe ich danach habe ich eine Woche Urlaub. Und eigentlich ist der Plan, es fertig zu bekommen. Wenn nicht, ist der Plan halt, das vernünftig durchtrocknen zu lassen und nach dem Urlaub dann die Bude durchzustreichen. Mal sehen. Entweder wird es geschafft oder nicht. Mal gucken. Mal schauen. So sieht das jetzt hier aus, der Untergrund. Sieht gut aus. Ecken sehen auch nachher. Die Bude wird nachher geil aussehen. Das sage ich dir. Das sage ich so, wie es ist. Wird nachher ein ganz anderes Haus sein. Da freue ich mich schon drauf. Das wird nachher, also wie ich hier ankam, wie das Haus aussieht. Und wenn ich hier weggehe, wie das Haus aussieht. Wunderbar. Alles hat ein Ende, außer die Wurst, die hat 2. Und das Video auch. Ich hatte eigentlich ein schönes Outro gedreht an der Fassade vorhin, aber die Kamera hat nicht aufgenommen, beziehungsweise ich habe nicht den Aufnahmeknopf gedrückt. Das ist natürlich perfekt. Somit gibt es heute ein Outro von meiner Garage aus, die immer noch nicht fertig ist, aber kommt, keine Sorge. Denn ewige Baustelle will ich auch nicht zu Hause haben. Ja, wie gesagt, Outro hier von zu Hause. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Denn wenn ja, gerne Däumchen nach oben. Du kannst auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren, aber das weißt du natürlich. Wenn du nicht verpassen möchtest, wie es an der Fassade weitergeht, dann nächsten Mittwoch wieder einschalten. Da geht der Vlog weiter. Ansonsten, wie gesagt, da kommt noch ein separates Video zu dem ganzen Thema, wo es nur um die Fassade geht und nicht um das Drumherum, wie du in diesem Video siehst. Das wird dann auch von Sonntag kommen.
Daher unbedingt dranbleiben. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns Sonntag oder nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche bis dahin eine schöne Zeit, einen schönen Tag und bis dahin Horido Juhu. Wir können auch mal hier am Ende des Videos, kannst du mal so ein Outro, nicht Outro machen, sondern hier so ein, wie nennt man das? Outtake. Achso, die, ja. Genau. Dass die Leute immer ein bisschen dranbleiben, weißt du? Bis zum Schluss, und dann wissen die, da kommt immer wieder was Witziges. Ja. Das können wir noch mit einbauen. Dann kann ich ja schon mal einen neuen Vlog starten. Okay.